Legenden aus dem alten Prag. Über die astronomische Turmuhr in der Altstadt von Prag. Der größte Stolz des alten Prags ist ohne Zweifel die astronomische Turmuhr auf dem Altstädter Ring. Zu jeder vollen Stunde sammeln sich unter ihr die Menschen und bewundern das Schauspiel dieses Uhrwerks, das mehr als 600 Jahre alt ist. Dieses Wunderwerk wurde von Meister Mikulasch aus Kadanje geschaffen. Die Berechnungen dazu lieferte ihm der Astronom Jan Ondrejhof aus Königgrätz, der auch Leibarzt des böhmischen Königs Wenzel IV. War. Wie dem auch sei, die Sage schildert das Ganze wie üblich anders. Danach beauftragten die Prager Ratsherren den genialen Meister Hanusch mit der Konstruktion der astronomischen Turmuhr. Die wurde am Ende ein Wunderwerk. Mit etwas Vergleichbarem konnte sich keine andere Stadt der Welt rühmen. Die Prager Turmuhr zeigte nicht nur die Bewegungen der Sonne und des Mondes und den Tierkreis am Sternenhimmel, sondern auch die Monate des Jahres, die Tage, die italienische sowie die deutsche Zeit und die Sternzeit an. Die Todesgöttin zog an einer Glocke und der Hahn krähte. Ein Spektakel ohnegleichen. Menschen strömten von weit her und die Nachricht über die Prager Turmuhr breitete sich schnell auch über die Grenzen des Königreichs Böhmen aus. Meister Hanusch wurde zur bekannten und hochgeschätzten Persönlichkeit. Wenn er durch Prag lief, grüßten ihn die Menschen, blieben bei ihm stehen und wollten mit ihm über das Wunderwerk reden. Aber Meister Hanusch war ein bescheidener und fleißiger Mensch. Er sonnte sich nicht in seinem Ruhm und bastelte lieber zu Hause. Unablässig arbeitete er an der Erfindung von weiteren Maschinen und ersann neue technische Vorrichtungen. Die Ratsherren von Prag hatten jetzt zwar eine berühmte astronomische Turmuhr, aber wie es der menschlichen Natur zu eigen ist, waren sie nicht zufrieden. Sie wurden von Befürchtungen geplagt, dass Meister Hanusch ein ähnliches, wenn nicht ein besseres Uhrwerk in einer anderen Stadt bauen könnte. Oh weh, Prag wäre nicht mehr die einzige Stadt auf der ganzen Welt. Und in ihren Köpfen entstand ein teuflischer Plan. An einem späten Abend, als Meister Hanusch bei Kerzenlicht an den Plänen eines neuen Uhrwerks arbeitete, brachen bei ihm drei vermummte Gestalten ein. Sie fielen über ihn her, stachen ihm beide Augen aus und verschwanden genauso schnell, wie sie gekommen waren. Ohnmächtig und vom Fieber geschüttelt, fanden ihn seine Helfer am nächsten Tag. Er war dem Tode nah und es dauerte lange, bis sein Fieber gewichen war. In seinem Fieberwahn erinnerte er sich an die Worte seiner vermummten Peiniger. Jetzt wird er für niemanden mehr eine Turmuhr bauen können. Diesen Satz hörte er immer wieder in seinem Kopf und er begriff allmählich, wer an seinem Unglück schuld war. Sobald es sein Zustand erlaubte, ließ er einen seiner Helfer herbeirufen und bat, zu seiner Turmuhr geführt zu werden, damit er sich an seinem Werk erfreuen könne. Er war in diesen Monaten so alt geworden und sah so heruntergekommen aus, dass ihn die Menschen auf der Straße nicht mehr erkannten. So wurde er von niemandem angehalten und konnte durch die versammelte Menschenmenge bis zu seiner astronomischen Turmuhr durchdringen. Die Menschen warteten nämlich begierig darauf, dass die Turmuhr wie immer zur vollen Stunde zu schlagen begann. Als es soweit war und das Spektakel losging, stieg Meister Hanusch die Treppe hinauf zum Uhrwerk und griff aus dem Gedächtnis zwischen die Zahnräder. Unter einem höllischen Knirschen kam das Uhrwerk zum Stillstand. Die Menschen schrien vor Schrecken auf und liefen schnell in den Turm, um zu sehen, was geschehen war. Meister Hanusch lag dort bewusstlos in seinem Blut. Sie trugen ihn nach Hause und dort hauchte er sein Leben aus. Es gab jetzt niemanden mehr auf der Welt, der die astronomische Uhr hätte reparieren können. Und so rächte sich der unselige Eigennutz der Prager Ratsherren. Deutsch gesprochen von Helmut Ludwig.
Thank you.